Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bioshock Infinite. Ja, es geht wieder los hier. Wir haben jetzt das Schock-Jockey und wollen damit zur First Lady und dann können wir das auch betreiben. Oder wir noch die Elizabeth im Stepdown. Muss aber noch den dahin, okay. Oh, der hat Salz. Echt mal? Nein. Aber doch nicht mir. Und da geht's wieder sause brause runter hier. Alles okay? Das war sicher nicht leicht. Munition! Hier! Sorry, mehr habe ich nicht. Das ist ja mich noch beschränkt, Leute. Ich glaube, meine Energie ist ein wenig knapp. Hab Salze gefunden. Na dann her damit, Mädchen. Hier. Ich danke dir. Wenn du Salze hast. So. Sie sind alle weg. Ja. Komm raus. Wo soll ich lang? Immer noch da oben, okay. Ich heiße Booker. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Booker, wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Wir werden immer beschossen. Falls es Sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Die Rache wird mein sein, so spricht der Prophet. Oh Mann, der Typ schon wieder, nein. Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Auf das Getriebe zielen! Was ist denn scheiß Getriebe, Alter? Frohlocke, denn der Tod ich hat keine Stacheln. Munition, hier! Freu nicht, schon down, danke. Nee, trotzdem. Ja, das Ding. Hier wird die große Bum-Bum-Waffe, die macht ein bisschen mehr Schaden, das hat viel mehr Spaß dann. Fahrstuhl wieder. Zack. Huste-Button. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst. Diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Ja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir... Richtung. Andere Richtung. Da raus. Hab mich verfahren, sorry. Da wollte ich hin. Oh, hier sieht aber schön aus. Warum habe ich das Gefühl, es bleibt nicht lange so schön? Warum nur? Hoch? Hoch.
Los, mach! Geht klar. So, wo die Gondel? Mach ich doch glatt, Gondel holen. Die Gondel kommt. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elisabeth. Sobald er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stock. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind. Oh, oh. Da täuschst du dich. Was kommt denn jetzt? Er hat Raketen. Na los, gib ihm. Salze, hier, bitte. Drucker, hier. Okay, danke, her damit. Er hatte Raketen, oder? Oben auch noch. Ja, wechseln, okay. Was zum Verarzten? Was zum Verarzten? Ich war nicht zum Verarzten, ich bin tot. Boah, ich bin tot. Oh Leute, wie sie mich wachrüttelt, voll genial. Ja, ich kann da auch nicht hexen oder so. Ach Mann, Mensch. Mädchen, gib mir doch was zu süppeln hier. Ey, hallo, sonst sterbe ich hier die ganze Zeit. Mädchen, das kann aber nicht wahr sein. Mit diesen kleinen Gummiwaffen hier. Hey, die hat ja auch wieder Muni. Nicht so lustig. Nee. So, den müssen wir mal abschießen, den Typen, ey. Wo ist der Freak? Abgang, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Machen wir das ganz einfach, geben wir ein bisschen Liebe. Ja, viel Spaß, ihr beiden. Viel Spaß. Ich habe nichts. Gold für die First Lady. Ja, machen wir doch glatt, ey. Zack.
Truppen halt ein bisschen brutal, das Ganze hier. So muss das halt sein. Ist das Gönnchen denn nicht unten? Ja, da ist sie endlich. Na, Gott sei Dank. Jetzt sogar mit Munition, das hört sich schon mal gut an. Hast du das geknackt? Das dürfte schnell gehen. Klar macht die das. Mach die mal auf. Erledigt. Gut, dann rein da. Und ab geht die Party. Nach oben, geh an Bord des Luftschiff First Lady. Ja, machen wir doch glatt. Sehr gerne. Als Sie da am Strand ohnmächtig waren, da haben Sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. So geht's dir so toll. Richtig Mädchen, hä? Tja. Denk mal drüber nach, Mädchen. Die denkt drüber nach, ja. Die grübelt auf jeden Fall. Wir sind da, alle aussteigen. Ich nehme links. Okay, den Karabiner nehmen wir mal mit. Ein Fläschchen Salze! Hoch, was ist denn Salze? Her damit! Hoch, das war fast das Richtige. Ja, sieh mal zu, dass du noch was findest. Sorry, mehr habe ich nicht. Was hat er hier drüben? Ne, hau mal nix. So, push the button wieder, ha? Huh? Ja, klar. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Und rein da. Was ist denn? Brauch unbedingt ein Salz-Upgrade, ey. Geht gar nicht, ey. So, was haben wir da noch? Münzen sind immer gut. Gut, gut, gut. Alles offen. Dann würde ich sagen, ab die Post. Bereich verlassen. Und raus aus dieser himmlischen Stadt. Ich will weg von hier. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es. Oh, Mann, Mann, Mann. Ich fühle mich gerade so ein bisschen scheiße. Hey, Elizabeth, alles wird gut. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Alter. Da hat sie mir einen gegeben, aber volle Kanne in die Fresse, ey. Aber Halleluja.
Was hat die jetzt vor? Fliegen wir bestimmt woanders hin, wetten. Die fliegen wir jetzt woanders hin. Was ist das denn, ey? Tschüss. Wir bleiben hier liegen, oder was? Wo sind wir gelandet, Alter? Alter, und da krieg ich auch noch richtig schön in die Fresse rein. Was ist da denn los? Oh, Scheiße. Schlangen Salze. Daisy, die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Ja. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm ich zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Sehr nett. Das tut ein wenig weh. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Huh. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Lohn unzufrieden sind. Tja, Leute. Da jetzt die Folge auch schon wieder relativ lang geworden ist, ist das hier jetzt wieder Ende im Gelände mit der Folge. Das heißt, die Folge ist zu Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Bioshock Infinite. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert. Vielen herzlichen Dank.